Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen bei Nick Frei zockt F1 2012. Und wir sind hier in Monaco zum nächsten Grand Prix. Und da haben wir ja regnerisches, wechselhaftes Wetter, Freitag, Samstag und Sonntag. Ist natürlich genau mein Ding. Mag ich nämlich überhaupt nicht. Tja, ist wirklich so, mag ich überhaupt nicht. Wir springen mal rein. Gucken uns das Ganze mal an. Ich muss dazu sagen, ich habe offscreen so ein paar Testrunden gedreht. Habe mir ein Setup gebaut. Das allerdings fürs Trockene gebaut. Mit weichen Reifen, mit Qualifying Speed. Das ist ein Qualifying Setup, so blöd sich's jetzt anhört. Es ist kein Rennsetup. Und genau da mache ich mir gerade ein paar Gedanken, ob das so toll ist. Ich drück direkt mal weiter. Ja, nichts gegen Monaco und so weiter, aber ich will hier schnell rein. Will hier so. Speichern, laden, Nick frei zockt, Setup, okay, und dann ganz schnell raus auf die Strecke, fliegende Runde mit harten Reifen. Und genau das ist jetzt das Problem. Das sind jetzt harte Reifen, die Strecke ist grün, wir werden an einer Stelle rausgelassen, die ich persönlich für einen absoluten Witz halt. Und es tröpfelt schon. Mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen, oder? So, ich hoffe, dass wir eine Runde hinkriegen, bevor es nass wird. Denn das geht hier ganz schnell. Ja, jetzt kommt dann noch einer auf die Strecke gefahren und ich lenke voll ein, dreht leicht auf die Bremse und es geht geradeaus. Ja, so viel zu Monaco. Kleine Fehler, Rennen zu Ende. Und genau das ist auch der Punkt, den ich gleich mal anspreche. Ihr könnt im Prinzip damit rechnen, dass ich dieses Rennen hier nicht beenden werde. Das sage ich, boah Mann, was macht der denn mit mir? Lass mich doch mal an der gescheiten Stelle raus und verzieh mir das Lenkrad. Wow. Also, ich habe keine Ahnung, ey. Ich versuch die Bremsbalance nach hinten zu verlagern. Ich habe keine Ahnung, ich rutsch hier nur rum, das ist schon wieder tratschnass alles. Ja, voll eingelenkt, ey, keine Chance. Es ist, ich werd noch bekloppt auf der Strecke, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe im Training, im Trockenen, mit weichen Reifen hier super Zeiten hingelegt und habe gedacht, das ist es. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon mal probiert, hier ein Training zu fahren und aufzunehmen. Mit diesen Wechsel-Wechsel-Dich-Bedingungen geht mir tierisch auf den Senkel. Ja, dann wechselt man auf Trockenreifen. Ja. Mehr sage ich nicht. Bei mir überbremsen die Hinterräder. Wenn ich die Bremsen nach vorne stelle, heißt seine Vorderräder überbremsen. Ja, bumm. Wir fahren direkt wieder in die Box. Wir kriegen doch mal die Boxeneinfahrt. Warum rutscht der denn so dermaßen über die Vorderräder wieder, ey? Das kostet Nerven hier. Ist halt eine Strecke, die verzeiht null Fehler. Die verzeiht echt null Fehler. Ich habe nur vor einer Sache Angst, nämlich dem Nicht-Ankommen hier in diesem Rennen. Sage ich euch ganz ehrlich, ich habe nur Angst vor dem Nicht-Ankommen in diesem Rennen. Der Rest ist mir eigentlich Schnuppe. Position, Schnuppe. Alles Schnuppe. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich will hier einfach nur ankommen. Zumindest im Rennen. Und ich habe trainiert diesmal. Also es ist nicht so, dass ich unvorbereitet auf dieses Rennen hier losgelassen werde gerade. Aber ich werde unvorbereitet auf diese Bedingungen losgelassen. Das ist ja ein Krampf, ey. Das geht ja gar nicht. Oh Mann, was ist denn das jetzt?
Also Leute, das ist jetzt kein Witz. Ich habe extra Setup gebaut, bevor ich hier angefangen habe zu fahren. Damit ich jetzt nicht die ganze Zeit in den Setup-Bildschirm muss, um Setup zu bauen. Aber diese Bedingungen, diese Reifen, ich habe es vorher nicht trainieren können. Das ist einfach nur anders. Ja, anders wie alles, was ich schon gefahren bin hier auf dieser Strecke. Und genau das ist der Grund, warum ich euch sagen muss, ich muss da leider rein und muss Änderungen vornehmen. Sonst wird das hier nichts. Das ist immer nur in der Mauer. Ob ihr das jetzt sehen wollt oder nicht, müsst ihr durch. Es ist halt Training. Heißt deshalb Training. Oh Gott. Das Auto fährt sich einfach nur scheiße gerade eben. Lenk doch ein, Mann. So, die erste Kurve haben wir mal gekriegt. So grob weiß ich in etwa, wie ich jetzt fahren muss. Die Bremsen habe ich auch so eingestellt, damit ich da drauf treten kann, ohne dass ich direkt abfliege. Bringt allerdings wenig, wie ihr seht. Ich habe keinen blassen Dunst, ey. Was soll ich noch machen? Ein anderes Auto kaufen? Total krank. Ich bin mal gespannt. Hier gibt es diese tolle Bremsstelle, wo man nicht aufpasst und dann in der Wand landet. Was auch in der richtigen Formel 1 schon vielen Formel 1-Fahrern passiert ist. Jo, plus 4 Sekunden, sauber. Ja, was soll ich machen, wenn ich nur quer stehe? Kann mir das mal einer verraten, was ich hier falsch mache? Ich habe keinen blassen Dunst. Ich bin auf dieser Strecke ungelogen eine halbe Stunde Trainings gefahren ohne Ende. Trocken, Setup, Trainings mit Trockenreifen im Trocknen. Also wenn es hier regnet, gute Nacht Marie. Das ist, was ich fahre, ist Regensetup. Ich bin's Regensetup nämlich schon im Trocknen gefahren. Noch steiler gehen die Flügel nicht zu stellen. Noch mehr Grip kann ich nicht erzeugen. Und ich fahre mit Traktionskontrolle, wohlgemerkt. Ich tipp's Gas an, der geht hinten rum. Ihr seht hier Nick Frey heftig kämpfen im Auto. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, kämpfe ich in jeder Kurve damit. Das ist unglaublich. Das fährt sich gerade wie auf Schmierseife. Den Eindruck, die Räder, keine Ahnung, was die machen. Also sie sind eigentlich im optimalen Temperaturbereich. Spricht alles dafür, dass es nicht trocken ist. Es hört gleich auf zu regnen. Sobald sich eine trockene Linie abzeichnet, solltest du die Reifen wechseln. Ja. Okay, können wir machen. Kommen in die Box. Ich habe keine Chance. Ich habe da draußen gerade keine Chance. Das fährt sich, als hätte ich Eis unter den Rädern. So, wir versuchen es nochmal mit denen. Wir sollen ja jetzt mit trockenen Reifen fahren.
Die Reifenwahl kriegen wir ja in der Box nie mitgeteilt, immer nur auf der Strecke, wenn wir auf der Strecke unterwegs sind, weiß es unsere Boxencrew, was wir für Reifen nehmen sollten. Boah. Warum lassen die mich denn immer hier raus? Das kann's doch nicht sein, ey. Ich fahre jetzt selbst raus. Ich habe die Faxen dicke von dem da rausgelassen werden. Ganz ehrlich, ich will jetzt einfach mal eine Runde fahren. Schnauze voll von dem Rausgelasse da in dieser Kackkurve. Fahr. Ich werde langsam gereizt, weil das ist, wie gesagt, das ist mein zweiter Aufnahmeversuch. Mir geht's nur so. Ich bin nur in der Wand. Und es ist nicht so, dass ich die Strecke nicht trainiert hatte. Nein, das kann ich mir diesmal beim besten Willen nicht vorwerfen, dass ich diese Strecke nicht trainiert hätte. Nur ich bräuchte mal Bedingungen, unter denen man auch fahren kann, die nicht in jeder Kurve andere Wetterverhältnisse haben. Weil damit kämpfen ja sogar die Profis und ich bin kein Profi. So. Okay, das ist, war jetzt meine Schuld. Jetzt war ich von der Linie ein bisschen runter. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht jetzt gut aus. Wenn es so bleibt, in der Runde, die wir jetzt fahren, und nicht wieder plötzlich anfängt zu regnen, dann haben wir eine Chance. Ja. Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Sorry Leute, es tut mir echt leid. Ey, es ist, ich mach nichts anders wie in meinen Trainingsrunden. Wir haben durch die Reparatur des Autos Zeit verloren. Jetzt regnet's wieder. Seht ihr's? Ja, was ist die Strecke? Frei? Ja, kein Wunder, es regnet schon wieder. Also wenn's Qualifying 0% Regenwahrscheinlichkeit, Rennen 0% Regenwahrscheinlichkeit. Warum tun wir uns das eigentlich an? Wisst ihr was, Leute? Wir trainieren das nächste Mal im Qualifying. Ich habe auf diese wechselhaften Kackbedingungen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, einfach keinen Bock mehr. Und genau deshalb werfe ich das Training jetzt hin. Sag, danke, dass ihr dabei wart. Achso, nee, Quatsch. Wo ging das nochmal? Sag, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ja Spaß gemacht. Mir hat es keinen Spaß gemacht, ganz ehrlich nicht. Weil die Bedingungen einfach nur zum Kotzen sind. Und ich hoffe, dass ihr wieder reinschaltet, wenn es dann heißt Nick Frey zockt F1 2012 und dann hoffentlich mit trockener Strecke. Und dann kann ich mein Setup benutzen und ich hoffe, dann fahre ich da auch mal eine Zeit, dass sich hier der Boden bebt. Ja? Bis dahin sage ich, habt noch viel Spaß auf YouTube, noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Ich bin echt am Überlegen, ob ich dieses Training überhaupt hochlade. Weil es ist der Krampf. Geht ja gar nicht. Ich lenke ein, das Auto geht geradeaus weiter, Bumm, Wand, Ende. Macht ja keinen Spaß so. Also auch mir nicht. Nicht nur euch nicht, auch mir nicht. Ja, die Zeiten, die da gefahren wurden, also mit Trockenreifen kann ich die schlagen. Gut, ja, wie gesagt, viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.